Hallo liebe Freunde, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Seid willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Unterwegs bin ich hier in Göttingen, im Gebäude des Landkreises Göttingen. Und neben mir ist der Landrat Herr Reuter. Guten Tag, Herr Reuter. Guten Tag, grüße, hallo. Erstmal vielen Dank, dass Sie meine Einladung gefolgt sind. Ferner von Ihrer Seite. Ja, es gibt darum, liebe Zuschauer, und in dieser Zeit, dieser schweren Zeit, eine Grüßung, eine Weihnachtsbegrüßung von Seite von der Politik. Wer am besten als ein Landrat, die uns vertritt. Und ja, dann erstmal kurz zu den Herrn Reuter. Sie haben Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften und Lehramt studiert hier in Göttingen. Ja, und seit 2011 sind Sie Landrat. Na, seit 1999, zuerst in Osterode und seit 2011 in Göttingen. Ja, genau, ja, noch länger. Ja. Genau. Und ja, und wie ich es auch vorgelesen habe, Sie kandidieren nicht weiter als Landrat. So ist es, ja. Aha. Gut, aber wie gesagt, dann vielleicht ein Weihnachtsbegrüßung an die Zuschauer. Ja, sehr gerne. Ja, lieber Gustavo Moreno Morales, liebe Freundinnen und Freunde aus dem Landkreis Göttingen, der gesellschaftliche Zusammenhalt, das steht im Zentrum meiner politischen Arbeit, wie wir eben gehört haben, seit mehr als 20 Jahren. Darüber mache ich mir gerade jetzt auch in den Festtagen Gedanken, in diesem Jahr mehr als sonst. Die Corona-Pandemie macht das Zusammenleben nicht einfacher. Aber zugleich sind gegenseitige Rücksichtnahme und beiderseitige Verantwortung lebenswichtig. Der Staat nimmt den Kampf gegen die Pandemie auf. Wir als Landkreis leisten unseren Beitrag, um Leben zu retten, um Leben zu schützen. Und ich appelliere an Sie, ich appelliere an die Menschen im Landkreis, leisten Sie Ihren Beitrag. Halten Sie die Vorgaben ein, bleiben Sie konsequent und vor allem haben Sie Geduld. Zu Weihnachten ist die Bürde der Pandemie für unser Zusammenleben ganz besonders spürbar. Weihnachten und der Jahreswechsel, das ist ja eine Zeit des freundschaftlichen Zusammenseins, eine Zeit der familiären Feiern. Und das ist alles leider in diesem Jahr nur sehr eingeschränkt möglich. Vielleicht nutzen wir umso mehr diese Zeit, um daran zu denken, dass auch eine Zeit der Besinnung ist. Das sollten wir ganz bewusst auch nutzen und zur Ruhe kommen. Das wünsche ich uns allen. Und ich möchte euch und Ihnen allen Mut machen. Ich sehe Anzeichen dafür, dass es 2021 besser wird. Besser wird durch mehr Schnelltests, besser wird durch bessere Medikamente, aber vor allen Dingen durch einen wirksamen Impfschutz. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser wird die Impfung auch wirken. Deswegen appelliere ich an uns alle, lassen wir uns impfen, sobald das möglich ist. Ich werde jedenfalls das tun. Als Landrat ist mein Versprechen an die Menschen im Landkreis, auch im kommenden Jahr bleiben wir ein verlässlicher Dienstleister, bleiben wir Partner der Menschen im Landkreis. Wir sind für Sie da, im Jobcenter, im Sozialbereich, in der Straßenverkehrsbehörde, in den Bereichen Jugend, Bildung, Umwelt und vieles anderes mehr. Darauf können Sie sich verlassen. Ich wünsche euch und Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr und alles Gute für uns alle 2021. Tschüss. Vielen Dank, Herr Reuter, für diese schönen Wörter, die Spenden, die Trost spenden sollen. Und nochmal vielen Dank, dass Sie auch die Zeit für mich genommen haben, für Göttingen heute. Gerne, sehr gerne. So, liebe Freunde, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Ciao.